Es geht nicht. Wir haben in Österreich verfassungsmäßig klare Regeln, was das Parlament kann, darf und soll, was die Regierung kann, darf und soll und was der Bundespräsident kann, darf und soll. Und das ist in einem vernünftigen, von den Vätern der Verfassung ausbalancierten Machtbalance auch konstruiert. Und dass dann ein Kandidat oder in Wahrheit schon zwei Kandidaten dann meinen, man könne das Parlament zum Beispiel so oft auflösen und wählen lassen, wie man möchte, bis endlich das Wahlergebnis kommt, das man will oder auch nicht will, das geht nicht. Und als Parlamentsclub sage ich jetzt schon am Beginn dieses Wahlkampfs, bitte, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht der Rudi Hunsdorfer sind, liebe andere Kandidaten, hält euch an die verfassungsmäßigen Grundlagen. Es sind nicht viele Artikel, schaut sie euch an, denn es wird das österreichische Parlament jedenfalls auf Basis der Verfassung auch in Zukunft, egal wer Bundespräsident ist, auf das dringen. Mir ist es aber wichtig, dass es einen Kandidaten gibt und am Schluss auch einen Bundespräsidenten gibt, der weiß, wo seine verfassungsmäßigen Möglichkeiten sind, der gleichzeitig aber auch weiß, dass die moralische Autorität nicht aus der Verfassung erwächst, sondern die moralische Autorität für einen Bundespräsidenten erwächst aus der Verbindung mit den Leuten in unserem Land, mit dem Kenntnis der Sachfragen, mit dem Kenntnis der Sorgen, Ängste und Nöten und mit den Erkenntnissen des, was die Leute hier in unserem Land bewegt. Und Rudi Hunsdorfer ist dafür meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach der beste Kandidat.